Hallihallo und herzlich willkommen zu der Warrior Draft League Season 7. Mein Name ist Benjamin aka Silent und heute spielen wir gegen Kyurem Fan und den Wish Wash macht die Hose nass Team mit meinen Seppi Begrötchen. Ich zeige euch kurz ein bisschen, was meine Team Prep ist und auch das Team meines Gegners, was ich von ihnen erwarte, und dann fangen wir auch direkt mit dem Game an. Also, diese Woche spielen wir mit meinem Team, was ich schon bereits vorgestellt habe in dem Video vorher, gegen ein Team mit Indeedee und Amarok. Mein Gegner hat auch Driftlim im Team, das heißt, er kann Unburden spielen mit dem Psychic Terrain drauf, hat als Paradoxmon das Iron Leaves, ziemlich gefährlich, hat auch noch weitere Möglichkeiten mit Electric Terrain auf Bellybolt und auch den Gras-Terrain mit Arbor-Leaver. Das heißt, viel Terrain auf meiner Gegnerseite und sehr starkes Team. Was erwarte ich von meinem Gegner diese Woche? Ich erwarte, dass mein Gegner auf jeden Fall, ich denke, Amarok und Indeedee bringt, aber Indeedee auf jeden Fall. Einfach nur, weil das Core sehr stark ist. Aber natürlich gegen Tyranitar muss er ein bisschen aufpassen, weil Tyranitar ist ein sehr guter Counter für die beiden. Ich denke, er wird den Esel bringen. Einfach nur, weil der ein ziemlich guter Konter gegen zum Beispiel Salazzle ist. Physical, Tank, mein Team ist sehr physisch. Und ja, ich denke mal, der kann da gut machen. Und der ist auch sehr gut im Trick Room, weil Amarok und Indeedee können Trick Room ziemlich safe setzen. Driftling, glaube ich, kommt. Einfach nur, um mich ein bisschen zu burnen. Ist sehr schnell. Tailwind Support. Heracross kann ich auch sehen, weil Fighting-Type ist halt gut gegen Tyranitar und gegen einige meiner Mons. Vielleicht mit Choice Band, Choice Guard oder Clear Amulet. Keine Ahnung. Und als letztes Mon, ich glaube, Iron Leaves bringt dann nicht, weil Iron Leaves ist... ich meine, das Typing ist jetzt nicht so gut, aber ich meine, wir haben Terra. Ich könnte mich irren, vielleicht werden wir das auch mal einfach bringen zum Showcasen. Es ist ein starkes Mon und wir haben auch jetzt noch nicht viel Iron Leaves gesehen, aber ich denke mal, diese Woche ist nicht die Woche, Iron Leaves zu bringen. Ich kann mich irren, kann sein. Ja, letztes Mon, ich denke Belly Bolt, Glalie oder vielleicht für Intimidate, da mein Team sehr physical ist, Quillfish. Ja, ich zeige euch jetzt einfach mal mein Team, was ich diese Woche bringen werde. So, ich bringe diese Woche erstmal meinen Kaiju, mein Tyranitar als Flying Terra Type mit dem Sandsturm Rock. Das heißt, ich kann 8 Turns Sandsturm haben statt 5. Für das Moveset habe ich Rock Slide. Ich habe Mixed Tyranitar diese Woche. Ich habe Rock Slide, ich habe Snarl. Ich habe Terra Blast und Protect auf meinen Kaiju und die Ability auf jeden Fall Sandsturm, klar, um den Sandsturm zu setzen. So, nächstes Mon, Garchomp, Terra Fire, um ein Will-O-Wisp vom Driftblim dodgen zu können. Ich denke mal, ich habe sonst keine großartigen Gründe zu Terran. Mein Gegner hat jetzt nicht so viele Ice-Type-Moves auf dem... ich meine, gut, er kann vielleicht einen Ice-Heap mit... ich weiß nicht, ob Heracross Ice-Heap lernt, aber er hat bestimmt irgendwo Ice-Moves, aber er hat jetzt keine Drachen-Types. Dragon, Earth ist ziemlich gut, aber trotzdem, um Will-O-Wisp zu dodgen, denke ich mal, Fire Terra ist ziemlich gut. Choice Band diese Woche. Ich habe Outrage, ich habe Earthquake, ich habe High Horse Power, ist das? Und Poison Jab auf dem. Das heißt, ich kann, ich denke mal, ich werde einfach Outrage klicken oder vielleicht, wenn das Last Turn ist, Earthquake, um aufzuräumen. Weil ich erwarte von meinem Gegner White Guard. Ja, wegen Snar, wegen vielen Sachen. Also White Guard, denke ich mal, kommt auf jeden Fall auf Amarok. Und ja, Ability ist die nicht Rough Skin, sondern dass ich mehr Evasion habe im Sandsturm. Kann nützlich werden, sein, können. Werden wir sehen, ich habe sehr viel Sandsturm. Auf jeden Fall, ja, sollte klappen. Nächstes Mon, ich bringe meinen Iron Valiant diese Woche. Dark Type, um Expanding Force dodgen zu können. Mit Psychic Seed, das heißt meine Special Defense, die ein bisschen squishy ist mit Iron Valiant, wird gebufft.
Und ich habe dann als Moveset habe ich Knockoff, ziemlich guten Damage auf Amarok und auf Indeedee. Aura Sphere, es ist mehr um das mit Imprison, die Aura Sphere vom Amarok wegzukriegen, weil ich denke mal, Amarok hat bestimmt Aura Sphere, um Tyranitar zu kontern. Das heißt, ich könnte Iron Valiant und Tyranitar leaden und dann einfach Imprison, Aura Sphere und Trick Room Imprison und ja, einfach dann Rock Slide oder Snarl drücken und hoffen, dass mein Gegner nicht White Guard played. Das ist so die Idee dahinter. Ability, klar, Quark Drive. So, nächstes Mal, ich bringe mein Bravery, weil mein Gegner auf jeden Fall mein Gegner hat Intimidate, das heißt, damit kann ich Intimidate ganz gut dodgen. Oder muss ich auf jeden Fall überlegen, ob er Intimidate spammen will. Ich habe Brave Bird, ich habe Rock Slide, als Life Orb habe ich auf dem Braviary Terra-Type Flying, einfach nur mehr Damage aus dem Brave Bird rauszuholen. Tailwind und ich habe auch noch Defog. Defog ist gut, um das Terrain zu clearen. Wenn ich einfach mit ihm lede, kann ich einfach den Terrain wegmachen. Psychic Terrain und dann habe ich schon mal kein Expanding Force Problem mehr per se. Das ist so dann die Idee. Aber wenn ich dir ganz klar ist, der Fiant oben einen Attack Boost zu bekommen, falls mein Gegner Intimate spammen möchte. By the way, die Pokémon, die ich oben rechts beim Gegner drin habe, das sind nämlich die Definitiven, das sind so, was ich glaube, was er bringen könnte, aber ich werde das beim Game noch umstellen. Ich hoffe, dass ich dran denke. Nächstes Mon. Ich bringe mein Kakturn diese Woche mit Bug-Type Terra und mit den Loaded Dice, damit meine Multi-Hit-Moves 4 oder 5 mal immer treffen. Ist auch ein Mixed-Set, weil ich möchte gerne Mudsdale, genau, der Esel, hat eine sehr gute Physical Defense, das heißt, ich will ihn nicht physical angreifen, ich möchte ihn lieber special angreifen. So, ich habe dann Sucker Punch auf ihn, ich muss mal kurz mal etwas checken, Sucker Punch auf ihn, Leaf Storm auf ihn, ich habe Pin Missile, das heißt, wie heißt das Ding auf? Ich glaube, das ist Pin Missile, ja, genau. Und Spiky Shield. Der lernt Spiky Shield, also ein besserer Protect. Und auch Velo Arena, das heißt, ich bekomme keinen Schaden. Ich bekomme keinen Schaden im Sand und ich habe mehr Evasion. Das heißt, ich kann durchaus ein paar Angriffe von ihm dodgen. Ja, ich habe das noch viel mehr gekalkt. Angriff, Special Attack, genau, das sollte schon so irgendwie so klappen. Gut, und für letzte Mal habe ich mein Houndstone. So, Houndstone hat Focus Sash, um auf jeden Fall einen Schlag zu leben. Ich habe Normal Terra Type, um Geistangriffe von meinem Gegner zu dodgen, falls er irgendwo Shadow Ball drauf hat. Ansonsten glaube ich nicht, dass ich das großartig benutzen werde. Ich habe Last Respects als Angriffsmove. Einfach nur, falls ich ihn spät reinbringen möchte, macht er guten Schaden. Ich habe Grove, glaube ich, heißt das. Der Move, womit ich meinen und dem Partner Angriff steigern kann. Das ist sehr gut, wenn ich mit Tyranitar zum Beispiel auf dem Feld stehe. Kann ich den Angriff von meinem Tyranitar steigern und dann macht das Rock Slide mehr Schaden. Ich habe Will-O-Wisp auf dem Mund und Protect. Und natürlich Sand Rush. Ist die Ability, dass ich einfach doppelt so schnell bin, wenn ich im Sand bin. Was ziemlich gut ist. So, das ist das Team. Wir fangen dann jetzt an und ja, good luck, have fun. Ich hoffe, es wird ein gutes Match. Okay, Leute, und da sind wir schon. Dann können wir den Kampf anfangen in der WDL erste Woche. So, ich habe nochmal kurz die Nature von meinem Kakturn ändern müssen, weil ich hatte leider keine neutrale Nature. Ich weiß nicht warum. Hat das aber geändert. Nochmal kurz vor dem Game. Musik nehmen wir Team Star Boss Theme. Beste Musik im Game. So, mein Gegner hat genau die drei, die ich erwartet habe. Belly Bolt. Okay, ich denke mal, ich kann einfach Tita anfangen mit Iron Valiant. Und was noch? Garchomp möchte ich auf jeden Fall wegen Belly Bolt. Ja, Pin Missile. Brauche ich Pin Missile? Braviary ist eigentlich keine schlechte Idee per se, um mit Arbor lieber klarzukommen. Er will auf jeden Fall Trick Room gehen.
denke ich mal. Also Breviary, okay, ich denke mal, ich nehme die hier. So, da müsste ich jetzt nochmal kurz die Pokémon anpassen. Bellybolt hat er mitgebracht. Die beiden hat er. Den hat er auch. Arbor-Lever. Und letztes Pokémon ist Quillfish. Okay, gut. So, dann good luck, have fun und fangen wir an. Okay, er leadet mit Croissant, Indigi und Bellybolt, okay. Frage ist jetzt, will er auf Trick Room gehen oder will er nicht? Ich bekomme erstmal den Special Defense Boost und Sandsturm, was mein Kaiju auch einen Special Defense Boost gibt. So. Ich denke, ich kann einfach auf Snar gehen und auf Imprison. Und dann sollte ich ziemlich safe sein. Ja, ich denke schon. Und damit kann ich dann den Special Attack meines Gegners runter machen. Terra. Okay, was haben wir für ein Terra? Terra Fighting, okay, was kommt jetzt? Close Combat auf Indidi. Focus Blast. Terra Explosion, okay. Das ist ein schnelles Indidi mit Terra Explosion, okay. Gut, von mir aus können wir machen. Okay, Tita ist down, das ist aber jetzt nicht so tragisch. Weil Trick Room ist nicht mehr möglich. Ist das ein Choice Guard Indidi? Ich meine, der war zu schnell, der war schneller wie Iron Valiant. Ah ne, Iron Valiant war zuerst. Ist in Ordnung, okay. Gachomp? Und ich denke, also mein Gegner hat jetzt keine Fairy-Types im Team, das heißt, ich kann einfach Outrage klicken. Und ich denke, Aura Sphere geht in Ordnung. Aura Sphere auf Indidi. Mal gucken, was kommt. Ich meine, solange mein Iron Valiant auf dem Feld ist, gibt es keinen Trick Room. Das heißt, der wird den jetzt wahrscheinlich prioritizen. Aber mit Snarl denke ich nicht, dass er in der Lage ist. Okay, Croissant geht raus. Quillbill. Okay, Intimidate kommt. Aura Sphere, gut. Und Outrage. Ein guter Schaden immer noch. Das sollte nicht zu viel Schaden. Oh, Crit, okay, sonst hätte ich das auf jeden Fall gelebt. Das war jetzt echt fies. So, was jetzt? Ich denke, ich kann Rock Slide gehen. Oder einfach Terra Flying Brave Bird. Ja, ich denke, Terra Flying Brave Bird
Könnte ich gegebenenfalls Quillfish rausnehmen? Mit Earthquake wäre ich natürlich jetzt im sehr guten Spot, aber gut. Vielleicht hat er ja Driftblim noch im Deck. Aber ist ja nie. Okay, jetzt schon confused. Schade. Mal gucken, ob ich Glück habe, weil jetzt der Crit war echt mies, weil Thunderbolt hätte mich nie gekillt. Und der Crit war jetzt nicht notwendig. So bulky ist Quillfish nicht. Okay, ich bin minus one auf Garchomp. Das ist aber irgendwo noch in Ordnung. Sivarita ist Arboliva, okay. So, jetzt ist natürlich Brave Bird richtig gut hier. Ich muss weiterhin Outrage klicken, aber ja, Brave Bird ist hier fantastisch. Gut, da kommt Focus, da kommt Follow Me. Schlage ich mich selber? Nein. Doch, ich schlage mich selber. Okay, dann ist Indy weg. Und jetzt kommt es wirklich darauf an, was Arboliva noch machen kann. Hyper Voice, okay. So, jetzt bräuchte ich natürlich ein bisschen Glück, dass mein Garchomp aus der Confusion vielleicht rausgeht. Throat Spray, okay. Gut zu wissen. Dann ist das wahrscheinlich ein Normal Terra Type, aber lieber. Könnte sein. Ich muss jetzt einfach nur ein Throat Spray dodgen oder überleben und klar schlagen. Ich denke nicht, dass es ein One-Hit-KO wird. Outrage ist stark, aber ich bin minus one. Da kommt Protect, okay. Er will natürlich den Sand ausstahlen, aber ich glaube nicht, dass er weiß. Okay, jetzt müsste er nicht wissen, dass ich den Sandrock auf Tita habe. Ein bisschen mehr Chip Damage ist gar nicht mal so schlecht. So, jetzt kommt es einfach darauf an, ob mein Gegner trifft und mich plättet mit Hyper Voice. Single Target Hyper Voice connected und das war dann Game 1 für. Und ich habe ein bisschen Bad Luck gehabt mit dem Crit auf Paladin, aber gut. Was soll's. Für Game 2 weiß ich Bescheid. Terra Fighting Indidi. Und mein Gegner weiß auch, dass ich einfach Imprison spielen kann. Das heißt, was mache ich jetzt? Terra Fighting.
Ich meine, Snarl ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Ist ja schon mal gar nicht mal so verkehrt zu klicken. So, selbes Team. Music, selbe Music. Round 2, wie adapte ich? Ich denke, ich könnte Braviary bringen. Oh, Braviary gegen Bellybolt ist natürlich scheiße. So, mal gucken. Ich denke, ich möchte auf jeden Fall mit Trick Room to Shotten ist schon mal sehr wichtig. Denke, ich kann auch mit Kaiju wieder anfangen. Braviary war auf jeden Fall korrekt. Ich denke mal, die vier Banken sind schon mal gut. Also ich kann nochmal genau dasselbe spielen. Ich darf einfach nicht gecrittet werden. Und natürlich weiß ich jetzt auch, dass der Terra Fighting auf Indidi ist. Das heißt, ich könnte gegebenenfalls auch Braviary Turn 1 reinswitchen gegen Tita. Obwohl Snarl schon sehr gut ist, weil wenn er dann nämlich auf Thunderbolt in Tita geht, ist auch schlecht. Protecten wäre natürlich auch eine Möglichkeit, um zu scouten, was er macht. Okay. Round 2. So, Croissant und Silberlied. Okay, fangen wir mit demselben Lied an. Gegen dasselbe Lied. Okay. Ich habe es natürlich jetzt auf der anderen Seite. So, okay. Ich denke. Mein Special Defense ist schon hoch. Der sollte nicht mich mit einem normalen Thunderbolt platt machen. Ich denke, ich mache trotzdem Imprison. Und diesmal Protect erstmal. Und gucken wir mal, was er macht. Ich meine, er hat mich nur Snarl sehen. Das heißt, vielleicht mag er jetzt gar kein Intimidate bringen. Vielleicht denkt er, mein Tita ist it's special. Psychic, okay. Ja, gut. Thunderbolt in Tita. Das habe ich echt mies gespielt. Klar, da kann Psychic machen. So. Ich kann jetzt. Was kann ich machen? Ich bringe Garchomp, klick Earthquake und Rock Slide. Und natürlich Terra Flying mit ja, Rock Slide. Oder Snarl. Ja, machen wir so.
So, ich Terra zuerst. Was war natürlich jetzt wasted? Ich hätte Terra Dark auf Iron Valiant gehen sollen, just in case. Aber ich habe das immer noch von Game 3, falls wir jetzt Game 3 kommen sollten. Ich habe den ersten Turn richtig gewastet. Terra Ice. Okay, dann ist Rockslide schon mal nicht verkehrt. Oh, er möchte Garchomp shotten. Okay. Follow me? Follow me, okay. Bitte, bitte triff den Bellybot. Überlebe ich? Nein. Okay. Hätte ich Rockslide geklickt, dann wäre der platt gewesen. Ah. Okay, jetzt klicke ich auf jeden Fall Rockslide und ich denke mal Double Rockslide. Warum nicht? Rockslide und Rockslide. Der gibt bestimmt auch Tailwind jetzt. Sache ist, wen greift er an? Ich mag auch Tailwind. Rockslide. Ja, Rockslide. Ich denke, Rockslide von Tita sollte genug sein, um ihn rauszunehmen. Okay. Hat nicht geburnt. Klar, er denkt immer, ob mein Tita wäre special. Letztes Mal ein Arbor-Lieber wieder? Wahrscheinlich. Ich bin diesmal sehr, sehr viel besser dran. Ich kann jetzt nah klicken mit Tita. Das sollte genug sein, um sein Driftlim rauszunehmen. Und klar, Brave Bird in Arbor-Lieber. Okay. Ja, dann klicke ich auf jeden Fall nah. Okay, Despejar und Snarl. Hat er White Guard? Protect, okay. Tailwind auch, okay. Aber Driftlim geht down. Ich meine, das Psychic Terrain werde ich auf jeden Fall wegmachen. Ich mach dasselbe Play. Das hier weg und Snarl, um seinen Angriff zu lowern. Und dann schlägt er wie eine weiche Nudel. Und vielleicht kriege ich ein bisschen was von seinem Moveset raus. Expanding Force von Amarush ist immer noch sehr, sehr, sehr. Okay, jetzt kann er nicht mehr Evasion und das Terrain ist weg. Da kommt Expanding Force. Immer noch sehr guter Damage. Aber das ist auch nicht schlecht. Und Special Attack ist runter.
Bravery ist raus. Ich denke mal, jetzt mit dem Rock Slide treffe ich auf jeden Fall. Rock Slide. Okay, er played Protect, damit ich ein bisschen mehr Chip Damage bekomme. Nicht schlecht. Und dann wahrscheinlich nächsten Turn Armor Cannon. Reflect, okay. Das ist wild. So. Hast du mir jetzt gezeigt, dass du noch Reflect hast? Das ist gut. Also er hat Expanding Force, Protect, Reflect, wahrscheinlich kein Light Screen gegen mein Team und Armor Cannon. Okay. Was jetzt? Er hat Ice Belly Bolt. Das ist gut zu wissen, dass es nicht Flying Type ist. Er weiß natürlich jetzt, dass mein Titan nicht nur Special ist. Und wird wahrscheinlich Quillfish wiederbringen. Über Amarok. Ich meine, aber Quillfish hätte am Ende auch nicht mehr viel gemacht. Hätte mein Bravery ein bisschen stronger gemacht und dann ist gut. So. Selbes Team, selber Lead. Ich denke mal, ich bringe auch dieselben vier. Ja. Ich bringe genau dasselbe. Die gehen ja gut. Ich hatte einfach nur Game 1 ein bisschen Unglück. Und ja. Ich denke mal, diesmal könnte ich auch den Terra Dark triggern. Ja. Ich denke, ich kann Terra Dark triggern und sein muss. Weil er geht vielleicht auf Trick Room, Expanding Force Trick Room, wenn sein Armrock schneller ist wie sein Ndidi. So, Haselnuss und Sivalita, okay. Gut, ich denke, ich mag meinen Tita rausswitchen für mein. Mag ich Tita Auschwitz switchen? Ja, ich denke mal, ich bringe Braviary rein. Was kann er machen? Ja, ich denke, ich bringe Braviary hier rein. Und ich denke, ich könnte hier auf. Was hat er? Der Throat Spray.
Ich kann doch einfach Snarl und Throat Spray klicken. Snarl und Knockoff klicken. Okay, Protect. Das kommt jetzt. Sludge Bomb, okay. Nicht schlecht. Phosphir sollte ganz guten Schaden hier machen. Denke ich mal. Okay. Haben wir Grassy Terrain. Sludge Bomb nimmt ihn raus. Und was kommt auf mein Braviary? Wow, okay. Das nenne ich mal Schaden. Gut, ich kann jetzt mein Garchomp reinbringen und ich denke, ich bringe Garchomp. Ich könnte Earthquake und Rock Slide klicken. Das sollte die beiden rausnehmen. Auch wenn ich jetzt ein Grassy Terrain hier habe, aber es ist halt sehr effektiv gegen das Protect, okay. Ich denke, ich werde jetzt erstmal Quillfish rausnehmen. Ja, habe ich Quillfish raus. Ich muss mir jetzt den Terra auf jeden Fall sparen für Tita. Da kommt Croissant. Jetzt haben wir, jetzt habe ich wieder mehr Damage auf Earthquake. Das heißt, ich könnte jetzt quasi auf ein Brave Bird gehen und auf Earthquake, klar. Wer kommt? Oh, der frisst jetzt den Earthquake, echt? Gut, GG. Crit auf Croissant. Ich denke, Brave Bird und Earthquake hätten ihn rausgenommen. Aber gut. Das ist dann jetzt GG. Brave Bird und Earthquake. Was kommt? Terra Normal? Nee, Terra Rock. Okay, gut. Kann ich mitleben.
Earthquake macht Big Damage. Ich wollte wahrscheinlich noch einfach seinen Terra irgendwie klicken. Okay, GG. Das war jetzt mein erstes Spiel aus der WDL. Habe ich gewonnen. War ein starker Gegner. Also hat sehr viele gute Strats gehabt. Ich habe, er hat mich wirklich outgeplayed mit dem Psychic im Game 2. Und Terra Fighting. Hätte ich ihn nicht gesnallt, dann hätte mich das auch geocoded. Also hat er gut gekalkt und gepreppt. Ich muss echt gucken, dass ich auch die Terras mit einberechne. Ich meine, jedes Mon kann Terra Blast und ja, das ist auf jeden Fall so eine Sache. Aber gut, war auf jeden Fall spannend. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder und ja, danke fürs Zuschauen. Bye!